Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zu einer neuen Folge von Fate the Beast. Ja, und diesmal fangen wir so an, wie wir sonst immer aufhören. Ja, mal schauen, wie diese Folge hier laufen wird. Ich habe das Gefühl, dass die Folgen so teilweise Richtung Tutorial gehen, also so fast Tutorial-mäßig werden. Darum werde ich mal schauen, ob ich vielleicht doch nicht mal irgendwann Tutorials mache, aber naja, das ist halt auch der Grund, weshalb diese Folgen immer meist so aufwendig sind. Aber normale, ich weiß auch nicht, was ich dann als normale Let's Plays machen könnte, so, also ein normales Feed the Beast Let's Play, was ich da noch anders machen könnte. Ich meine, das andere ist aus meiner Sicht langweilig. Schon immer solche Sachen zeigen, ist dann schon das Interessantere. Na gut, und in diesem Fall habe ich auch das Aufbauen mal weggelassen. Ja, und hier seht ihr auch schon, was wir diese Folge machen werden. Und zwar uns mit Industrial Craft beschäftigen. Besonders mit dem Yu-Yu-Meta-Zeugs. Das ist ja etwas anders. Und wir sind hier wieder an meiner Teststelle, hier direkt an der Quelle. Viel Energie ist hier. Und hier habe ich mal so ein Testing aufgebaut. Das werde ich dann mal vermutlich in ein eigenes Haus stellen. Hier ist ja noch einiges an Platz. Ja, mal schauen, wo ich das Ding hinstellen werde. Ja. Da wir das nicht selber aufbauen müssen, bleibt es viel Zeit zum Erklären. Gut. Also wirklich fast wie Tutorial. Ja. Gut, gut. Ja, schön, dass der Regen aus ist. Das kann man ganz einfach machen, indem man hier die Partikel auf Minimal setzt, dann hört man den nämlich nicht. Ja, also dann fangen wir mal an. Also der Mass Fabricator, den gab es ja schon früher. Bei Cracktech gibt es nur den Meta Fabricator, den habt ihr ja schon in der letzten Session gesehen. Da gab es ja Cracktech und so Zeug, aber hier haben wir wieder einen Mass Fabricator von Industrial Craft und der. Ja. Ich erkläre erstmal das hinter dem Ganzen. Also Yu-Yu-Meta ist sozusagen Materie, die man aus Energie herstellt. Und mit dieser Materie kann man dann sozusagen Items herstellen, ganz einfach. Ja, also du machst Items aus Energie, vom Prinzip her. Und um dieses Yu-Yu-Meta, also diese Materie zu machen, brauchen wir diesen Mass Fabricator. Crafting-Rezepte kann ich ja auch mal zeigen hier. Also, wo haben wir es denn hier? Mod. Hey, komm schon. Wo ist jetzt das I hier schon wieder hin? Da. So, und dann könnt ihr mit Shift draufdrücken, habe ich euch bestimmt schon irgendwann mal gezeigt. Und dann zeigt ihr hier unten Industrial Craft. Und ja, hallo, geh hier wieder weg. Ja, und wo haben wir es denn hier? Ja, hier irgendwo. Na, hä? Wo ist denn jetzt dieser verdammte Metaf. Ach, da ist der Mass Fabricator. Also der ist eigentlich nicht sehr schwer. Labatron, Advanced Machine Casing. Da ist das andere Zeug, was man dann braucht, um das Ganze zu benutzen, schon teurer. Also hier braucht man Reinforced Stone. Das ist nicht ganz so einfach zu machen. Das müsst ihr nämlich. Das werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Das müsst ihr mit diesem anderen Zeug machen. Mit CF. CF Foam kann man hier dieses normale Stein halt machen. Und dann macht man daraus noch Reinforced Stone. Das kann ich euch eventuell mal in einer anderen Folge zeigen. Dann braucht ihr Advanced Machine Casing, zwei Mining Laser und dann mal zwei Crystal Memory. Crystal Memory. Ja, da braucht man diese Raw Crystal Memories. Die gehen mit Obsidian Dust und Silicon Zeugs. Und das ist dann halt diese Thermal Centrifuge, ja. Aber dazu werde ich noch ein extra Video machen, wie denn Thermal Centrifuge und Ore Washing Plant denn so funktioniert. Ja, in der nächsten Zukunft, irgendwann. Gut, was haben wir denn hier noch? Ja, das ist es im Prinzip. Reinforced Stone werde ich jetzt nicht erklären. Das können wir bestimmt woanders auch finden. Gut, Scanner, Reinforced Glass. Das ist noch normal. Advanced Alloy und Glass. Dann, ja, Eisenplatten, Luminator. Naja, Scanner braucht Licht und elektrische Motoren. Ja, die sind auch nicht schwer. Und dann der Replicator, der ist dann schon wieder etwas interessanter. Zwei HV-Transformer, ein MFI. Drei Teleporter, wieder Reinforced Stone und Glas. Also wieder Reinforced Glas. Die drei Maschinen braucht ihr also. Ja, und so funktioniert das Ganze. Also ihr habt hier einen Mass Fabricator. Den könnt ihr einfach mit Energie betreiben und dann macht ihr euch Yu-Yu-Meta.
Es ist eigentlich ganz simpel, aber da ist er noch ineffizient. Effizienter wird er erst, also er braucht weniger Energie für mehr UU-Matter, wenn ihr Amplifier benutzt. Amplifier sind verschiedene Sachen, kann man alles Mögliche benutzen. Am häufigsten werden eben Scrap bzw. Scrap-Boxen benutzt. Scrap-Boxen sind einfach etwas komprimierter. Und ja, die habe ich hier. Scrap erstellt man einfach, indem man den Recycler benutzt. Recycler. Der müsste doch hier auch irgendwo sein. Wie sieht er aus? So. Recycler. Wo? Ah, da ist der Recycler. Der ist nicht schwer. Compressor, Glowstone. Und ein wenig Zeugs hier. Und dann halt Overclock. Und so, damit er schneller geht. Den habe ich hier ganz einfach angeschlossen. Er bekommt Cobblestone. Das kann man ja mit Igneous Extrudern ganz einfach herstellen. Ja, Igneous Extruder muss ich jetzt nicht extra zeigen. Die machen einfach aus Wasser und Lava machen die unendlich viel Cobblestone. Dauert halt eine Weile. Darum habe ich da irgendwo 20 Stück aufgestellt oder, ne, waren glaube ich nicht ganz so viel, nur 18 oder so. Und wenn ich da hier hinschaue, dann seht ihr hier mein Cobblestone. Das schwankt immer so um die 5000. Hier wird immer mehr durch die Igneous Extruder. Sobald es über 5000 geht, geht das Ding da hier an. Und ja, geht an. Ist es denn jetzt mal über 5000? Da ist es an. Dann geht der hier an und dann kommen hier Cobblestone rein. Habt ihr ganz schnell gesehen, wie das hier weggeht durch die ganzen Overclocker. Hier wieder was reingekommen. Es geht eigentlich ganz schnell hier. Ja. Precision Export Bus, den braucht man, damit er auf das Redstone-Signal hört und dann ansonsten, ja, dann wird hier das Scrap rausgeholt und hier wird's wieder die Scrap-Boxen dann reingetan. Hier kann ich einstellen, Move Single Items und Craft. Das heißt, hier craftet er automatisch, während er es reintut, wenn er dann keine auf Vorrat hat. Dafür braucht man allerdings das Crafting-Rezept im Molecular Assembling Chamber, also Applied Energistics Videos habe ich ja auch schon gemacht. Da habe ich das alles ja schon mal erklärt. Gut, so funktioniert es hier. Ich will ja nicht mein ganzes Cobblestone aufbrauchen. Wenn will ich halt immer haben, so 5000. Für andere Sachen braucht man es ja auch. Sand mache ich auch aus Cobblestone und so. Mag ich es nicht ganz leer machen, darum habe ich das so gemacht. Das hier verbraucht ziemlich schnell mein ganzes Cobblestone. Hier seht ihr einfach einen Stack so weggeputzt. Und ich könnte hier noch ein paar mehr Overclocker reintun. Habe ich hier noch mehr Overclocker? Auch noch zwei. 12 ist so eine nette Zahl. Hier zeigt es euch auch an. Braucht nur noch 1% der ursprünglichen Zeit, 1,3. Aber dafür braucht es irgendwie 28.000 mehr Energie. Ihr seht, er braucht 281 IU pro Tick. Ja. Hier geht ganz schnell. Gut, das Ding hier hat jetzt dieses Scrapboxen als Amplifier. Macht aber im Moment noch nichts. Ja, woran liegt das? Ja, ich habe keinen Strom angeschlossen, denn ich wollte erst das Ganze machen mit euch. Wo schließe ich denn jetzt den Strom an? Vor lauter Schreck. Obendrauf einfach. Ja. Und da seht ihr, geht's los. Denn hier bekomme ich ganz viel Energie. Ich habe MFSUs, die produzieren die speichern haufenweise Energie. Und der hier verbraucht haufenweise Amplifier und macht einen ordentlichen Progress, aber dafür zieht die Dinger hier auch leer. Ja, aus dem Grund habe ich es auch abgeschaltet. Wenn ich die rausnehme, dann seht ihr, es geht langsamer, als wird es reingetan von dem. Aber ihr habt gesehen, es geht langsamer, aber er verbraucht genauso viel Energie. Dafür sind die Scrapboxen gut. Ja, und der produziert mir jetzt hier UU-Matter. Aber wenn es oben ist, macht er mir hier 1000. Das wird natürlich automatisch hier rüber gepumpt in den Replicator. Der braucht das Ganze. Gut. Sobald der Replicator hier mal voll ist. Was das hier drüben soll immer. Das ist bei diesen seltsamen Maschinen so hier. Da passieren seltsame Effekte mit NEI. Ist ja ganz lustig. Ja, hier seht ihr schon. Ich meine, wie viel Energie habe ich hier schon raus? Fast 3 Millionen mal 6. Ja. Es läuft noch ein wenig. Bald habe ich hier 20 Eimer von dem UU-Matter. Und es ist schon ein Haufen Energie. Jetzt sind es bald 4 Millionen. Na gut, 3,5. Also kommt es einem gar nicht so viel vor, aber wenn man sich bedenkt, dass das hier 6 Stück sind, die gleichzeitig laufen, ist das schon ein wenig mehr.
Ja, und ihr seht auch, wie viele eine Scrapbox gibt, irgendwie 150.000 Amplifier oder so. Gibt auch andere Sachen, die machen mehr. Weiß nicht, was es da noch alles gibt. Müsst ihr halt mal schauen. Früher hat es das bei NEA, glaube ich, direkt angezeigt. Ja, jetzt zeigt es nicht mehr an. So, das Ding hier ist voll. Ach ne, nur 16 Eimer drin. Und jetzt geht der Speicher hier noch voll. Naja, lasse ich mal so laufen. Und kann ich ins Bett gehen? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Na, komm, Bett. Oh, only sleep at night. Verdammter Mist. Ich will, dass der Regen weggeht, sonst produzieren meine schönen Solar-Dinger halt keinen Strom. Nun ja, was macht man denn jetzt hier weiter? Ja, um eben dann das Zeug hier zu nutzen, braucht man einen Scanner. Ein Pattern Storage und ein Replicator. Der Scanner scannt Items erstmal, um rauszufinden, wie sie aufgebaut sind. Pattern Storage speichert dann diese Sachen. Ja. Was könnte ich denn hier mal nachschauen? Craften. Kupfer. Geht Kupfer? Das Kupfer hier. Kann ich jetzt hier reintun? Oh. Funktioniert nicht. Ah, doch, funktioniert. Ja, das dauert jetzt etwas. 3%, 4% und ich kann es irgendwie auch nicht beschleunigen. Das Blöde ist, dass das Teil hier auch nur 512 IU pro Tick annimmt. Das heißt, ich musste hier unten einen HV-Transformer anschließen, denn irgendwie sind hier auch keine Slots für interne Transformer. Ja gut, dann kommt das Ganze in den Pattern Storage rein oder ihr könnt es direkt auf solche Disks brennen. Crystal Memory und dann hier rein tun. Hier gibt es diese Möglichkeit Import from Crystal und Export to Crystal. Ja. Das hier ist der Pattern Storage. Das habe ich vom Mnolonix, vom Max noch. Ja. Ich musste die Dinger hier alle gar nicht selber machen. Das hat er gemacht und ich habe ja noch die Sachen von ihm gehabt. Das war sehr nett. Sehr nett. Ja. Sehr schön. Warum der hier so oft Sticky Resin drin hat, keine Ahnung. Irgendwas Nützliches. Diamanten, Iridium, ja, ich könnte mal ein wenig Iridium machen. Iridium braucht 22.000 UU Matter und 1.000.000 EU. Ja, hier passen zwar nur 16.000 rein, aber dafür sind da drüben noch was drin. Ja, das zieht einiges leer. Und ihr seht auch, was braucht ein Diamant? Nicht ganz so viel. Ja, dann kann ich hier oben auswählen. Also wenn man das hier so direkt daneben stellt, dann verbindet er sich damit. Man kann es so direkt auswählen. Mach mal halt mal ein Iridium. Dann kann ich hier verschiedene Sachen machen. Entweder Single Run oder Repeat Run. Dann mach das so oft, bis ich hier Stopp drück. Ja, ich mache erstmal Single Run. Jetzt läuft er. Er zieht erstmal sein ganzes EU. Und danach, ja, braucht er auch noch Yu-Yu Matter. Dauert halt eine ganze Weile. Ja, ich lasse erstmal das EU hier voll werden. Und der hier scannt auch ganz schön. Ja, kann ich mir hier doch mal ein paar klauen. Und hier reintun. Jetzt geht's aber immer noch nicht so viel schneller. Was passiert, wenn ich die restlichen noch nehme? Gut, dann seht ihr hier, es geht recht langsam. Geht es jetzt schneller? Auf jeden Fall dauert's. Oh, die Energie. Die zieht's leer. Wie viel Energie braucht denn das Teil? Jetzt zeigt's mir nicht an. So ein Mist aber auch. Das ist doch direkt hier angeschlossen an. Naja, mache ich mal weniger. Der verbraucht mir zu viel Energie. Ja, hier geht er wieder voll. Er hat einen internen Speicher, aber der scheint nicht ganz so groß zu sein. Dafür kann man eben diese Sachen hier reintun. Ich glaube, ich habe hier noch Storage Upgrades vorhin doch eben gesagt, dass er welche craften soll. Ja, hier sind sie auch. Kann man das Ganze mal ein wenig ver... Hallo, wieso kann ich keine Storage Upgrades reintun? Hallo. Mann. So ein Mist, aber auch keine Storage Upgrades kann ich da reintun. Nur Overclocker und die ziehen mir einfach auch nur meine Energie leer.
So. Der hier wird leer gezogen. Alles schön hier hin. Ja, EU müsste doch jetzt langsam mal drin sein. Jetzt ist EU bei 100%. Und nu? Was ist jetzt mit der UU-Meta? Ja, und der hier produziert schön weiter. Geht das denn jetzt nicht mal schneller, wenn ich das hier rein tue? Eigentlich dürfte das jetzt auch keine Energie mehr verbrauchen. Mal ausprobieren. Ja, ich glaube, jetzt geht's schneller, als wenn ich das rausnehme. Ja, eindeutig. Aber trotzdem, es ist noch lange. Aber es ist auch Iridium. Iridium ist ultimatives Zeug. Wie viel Iridium habe ich eigentlich? 14 Stück. Ach ja, das hier ist teilweise auch vom Max mit. Ja, Iridium. So viel kann man damit jetzt nicht machen. Halt eine Quantumrüstung, aber Rüstung ist mir scheißegal. Ich habe hier so eine Rüstung und die ist mir genug. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was da alles geht. So, oh, Error, so ein Mist aber auch. Das heißt, Kupferingot geht nicht. Gehen in andere. Das Industrial Craft Kupfer, das muss doch gehen. Dauert das ewig und dann sagte mir Error. Auf jeden Fall, ja, das kann euch auch ziemlich nerven. Es funktionieren nämlich nicht alle Items. Wäre schön, wenn das hier denn jetzt mal funktionieren würde. Ansonsten mache ich ernsthaft Cobblestone. Ja, und hier seht ihr, braucht alles unterschiedlich viel. Lapis Lazuli, gar nicht mal so viel. Redstone, und dann hat er hier so viel Sticky Resin, warum auch immer. Und der ist jetzt fertig geworden, dank meinen schönen Overclockern. Da haben wir jetzt ein Iridium. Und jetzt wartet er. Was machen wir denn? Ja. Machen wir mal Lapis. Oh. So ein Mist aber auch. Ist die Energie schon wieder leer? Ja, da muss man hier noch irgendwas mit der Energie machen. Die verbraucht sich ja ziemlich schnell. Ich weiß jetzt, wo das Problem liegt. Wenn er die Energie braucht, dann seht er hier, er verbraucht mehr Energie. Ja. Also das Problem ist, die Energie hier, die wird höher, die er braucht. Und wenn man es rausnimmt, dann geht die Energie halt einfach voll, weil er nicht so viel braucht. Und wenn ich das dann rein tue, dann ist die Energie schon voll. Das heißt, dann braucht er keine Energie mehr. Braucht er nur noch Yuyu Matter und dann geht das mit der Yuyu Matter schneller. Das heißt, man müsste irgendwie sowas machen, dass der Overclocker rausnimmt, wenn der das EU volllaufen lässt und dann wieder rein tut, wenn die EU voll sind. Wenn man das ja an Computer anschließen kann mit diesen Modems, dann lässt sich sowas bestimmt machen. Das wäre dann natürlich ganz nett. Müsste man mal ausprobieren. Der hier braucht auch und ich kann wirklich hier keine Overclocker reintun. Ist doch echt nervig. Hier, was ist denn das hier für ein Slot? Ich kann hier auch nichts reintun, der braucht ewig. Und der da hier, oh, der verbraucht jetzt wieder haufenweise Energie, weil ich so viel Yuyu-Meta verbraucht habe. Ja, und ihr seht hier, mein Speicher geht langsam zur Neige. Also für solchen intensiven Einsatz braucht man mehr als 3 High-Voltage-Solar-Arrays, besonders wenn Nacht ist. Ja, und selbst jetzt am Tag zieht er Energie runter. Das Ding verbraucht so extrem viel Energie. Es nimmt sich halt alles, was da ist. Sag mal, was ist mit den Amplifiern los? Hat er sämtliche Amplifier schon benutzt? Tatsache. Kein Scrap mehr da. Ach so, ja, ich müsste hier mal vielleicht mal nachhelfen. Dann dürfte das Ganze, ich habe hier jetzt 8000 auf Vorrat, das sollte doch jetzt hier gehen. Ja, da geht das schon wieder besser. Das passiert, wenn man die Overclocker rausnimmt. Ah, das geht richtig schnell hier. Schaut euch das mal an. Ich finde es cool, das zuzuschauen, wie hier die Zahlen runtergehen und dann wieder hoch und runter und hoch und runter und ja, das Ding hier in der Mitte kommt gar nicht mehr nach. Der hier hat auch schon wieder sein Zeug fast voll gemacht. Error, ja, leckt mich doch.
Kann ich nur Erze machen, oder was kann ich denn überhaupt mit dem ganzen Zeug hier machen? Ich brauche irgendwas, was funktioniert. Ich mach Cobblestone jetzt hier rein. Müsst ihr halt noch warten, bis das hier fertig ist. Ich will es euch halt zeigen, wie das funktioniert. Ich hätte vorher vielleicht mal einen Scan fertig machen lassen, der funktioniert, oder mich informieren sollen, welche Sachen denn alle funktionieren. Aber ja, man kann nicht immer 100% vorbereiten. Das ist halt immer dann das Nonplusultra, aber das geht dann nun mal nicht immer. So, der ist voll. 100% und die passen da nicht mehr rein. Sehr schön. Und der hier ist wieder bei 5000. Okay, das heißt, wenn man das hier dauerhaft laufen lassen will, dann braucht man vermutlich noch etwas mehr an diesen Igneous Extrudern, aber ja, es ist schon wieder Nacht. Und sag mal, war nicht gerade das Tag? Kann es sein, dass das hier irgendwie alles schneller läuft, oder bewegt sich der Mond schon immer so schnell? Naja. Es war doch gerade erst Tag, als ich hier oben war. Naja, das ist in Minecraft immer mal so. Also, High Voltage Solar Arrays muss ich mal ein paar mehr machen. Das Problem ist, mein Kupfer ist ausgegangen. Und dafür werde ich euch dann mal zeigen, wie das mit den Ore-Washing Plants und so funktioniert. Damit ich aus Kupfererzen möglichst viel rausholen kann. Denn welche zu suchen ist kein Problem. Ich gehe einfach in die Bedrock-Dimension und da suche ich halt danach. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Aber dann muss ich aus den Ärzten noch andere Sachen machen. Ja gut, wie weit ist denn jetzt hier dieser Scanner? Der macht wieder schöne Scrapboxen. Gut, ich kann ja hier nochmal was machen. Single Run. Und jetzt könnten wir da diese Overclocker reintun. Also ihr seht, so in der Art müssten wir es dann machen. Ja, ich fliege jetzt einfach mal hier rüber, um euch zu zeigen, was der Erdhakus da gemacht hat. Der hat es ja auch hier hingesch. Also hier unten hat er auf jeden Fall ein paar High Voltage Solar Arrays. Ja, dass hier nur so wenig FPS sind, tut mir natürlich leid, aber es liegt an seiner Base. Er hat hier einen riesen Tank. Kann ich natürlich auch hinstellen, indem er die UU-Matter speichert. Hat einen ganzen Haufen auf Vorrat. Und hier produziert er anscheinend auch dauerhaft. Aber nicht mit so viel Energie, wie ich da hab. Also er scheint da einen anderen Buffer dazwischen zu haben, dass das mit 6 MFSUs geht's dann doch ziemlich schnell und das verbraucht auch ziemlich viel Energie. Also wenn man es so wie hier macht, also ich weiß nicht, wo er es jetzt hier direkt rangeschlossen hat. Kann ich ja mal gucken. Geht denn die Energie hin? Ja, kommt hier aus einem MFSU. Also er betreibt mit einem MFSU zwei Mass Fabricator und ich habe mit einem und den Recycler. Und keine Ahnung, wo das noch hingeht. Ja, und ich habe mit sechs MFSUs einen Mass Fabricator angeschlossen. Also ihr seht, wenn ich dann mal hier durchkomme, ja. Man braucht gar nicht mehrere Mass Fabricator. Das funktioniert genauso gut, wenn ihr nur einen habt. Der nimmt sich eh sämtliche Energie und geht dafür dann halt schneller. Meiner ging halt jetzt ziemlich schnell, ja. Also kann er halt so einstellen, dass er ungefähr so viel verbraucht, wie ihr den habt. Und dann geht das schon. Er hat hier auch einen Recycler, den man auch recycelt. Ah, jetzt ist gerade wieder ein Lag-Spike. Ich weiß nicht, ob es an seiner Base hier liegt, aber irgendjemand hat vermutlich irgendwie einen Blödsinn wieder aufgestellt, dass solche Mega-Lag-Spikes entstehen. Denn die ganze letzte Zeit ging es eigentlich recht gut. Ja, hat er hier halt auch so Replicator. Ja, macht Eisen. Hat auch ein paar Overclocker drin. Aber seine Scrapboxen macht er hier auch nicht bis zur Auto-Workbench. Weiß er wohl nicht, dass das mit dem Auto-Crafting da hier auch funktioniert. Naja. Ich gehe dann mal wieder zurück zu mir. So.
So. Wie sieht's denn hier aus? Ah, das hat funktioniert. Tada. Es gibt hier verschiedene Sachen. Delete, habt ihr jetzt schon zweimal gesehen, wie es mir, ja. Und dann gibt's noch Save. Save, wenn ich das hier drücke, dann wird's einfach hier reingespeichert. Beziehungsweise, wenn eine Disk irgendwo, ich glaube, hier kann er dann eine Disk reintun, dann wird's auf die Disk gespeichert und dann kann das hier so. Also wenn das nicht so nebeneinander stehen habt wie bei mir, sondern wie beim AirTag-Kurs auseinander, dann müsst ihr solche Disks benutzen. Und hier haben wir jetzt auch Cobblestone. Ich frage mich ja generell, wie viele Pattern hier reinpassen, ob es da ein Maximum gibt. Aber es sind bestimmt einige, die da reinpassen. Ja, Cobblestone kann ich mir jetzt hier machen. Tada. 4 UU und 128 EU. Mache ich einfach mal. Das ging ja schnell. Ich kann mir Cobblestone erstellen und dann aus dem Cobblestone dann das Cobblestone recyceln und dann wieder hier rein tun und dann verbrauche ich einfach nur viel Energie. Ja, das wäre ein wenig sinnlos. Ja. Ja, gut, dann soll es das für diese Folge hier gewesen sein. Wie gesagt, gebaut haben wir nicht viel, sieht genauso aus wie am Anfang der Folge, aber ja. Ich hoffe, ihr habt mal wieder was gelernt. Ja. Ist ja ziemlich komplex jetzt teilweise mit diesem UU-Matter. Müsst ihr alles gerne ausprobieren, wie das denn so läuft. Und ja, dann würde ich sagen, das passt für diese Folge. Fragen könnt ihr natürlich wie immer in den Kommentaren stellen. Und wir sehen uns, bis sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin verabschiede ich mich für diese Folge. Bis dann. Tschüss.